Hi und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Und zwar folgendes, habe ich heute einen Gast bei mir zu Besuch, meine beste Freundin. Wir haben gerade eine Challenge gemacht und ich habe sie gebeten, dass sie heute mein Gesicht konturiert, weil ich es alleine noch nicht so wirklich im Griff habe. Und machen wir jetzt nur eine Hälfte oder machen wir nur eine Hälfte? Eine Hälfte, um Machen zu wir ein. sehen, um zu schauen. Okay, machen wir eine Hälfte, um zu schauen, also ob man vergleicht. Also ich habe schon Make-up und die Augen habe ich gemacht, nur sie hat gemeint, es wäre nicht schlecht, wenn du dein Gesicht aus konturst. So. Und dann fange ich mal an mit dem Zeig einmal, Highlighter. welche Palette wir benutzen. Wir benutzen die vom PS, vom Primark Master Konturpalette. Und ich nehme jetzt die hellste Farbe von daraus. Und das gebe ich jetzt unter dem Auge. So, die Haare müssen da weg. So, sieht man das auch, das Ja, Weiße? So, damit man die Leute auch sehen. So, das Weiße muss hier. ja. Ich Okay. verwende da den anderen Stift, da tue ich mir leichter von Miss Lean. Das Den ist der mit den zwei. Highlight-Pinsel, der ist irgendwie Der lässt sich auch besser besser, der verschmieren, tut gell? sich besser Ja. verschmieren, weil der andere Oh, tue nicht ich so mir schwer. viel. Naja, die müssen ja auch, das tut man ja dann am Schluss ja auch alles verblenden. Okay. So, das war jetzt mal da unter dem Auge. Jetzt tun wir die Nase highlighten. Da macht man einen ganz dünnen Strich auf der Nasenrücken, nennt man das, glaube ich. So, am Kinn, ober der Lippe, dann so, wenn man einen Lippenstift drauf gibt, dann wirken die Lippen voller. Und das tun wir dann auch später auch alles verblenden. Jetzt schaut es sehr kantig und viel aus, aber wenn man es verblendet, schaut das dann toll aus. So, und konturieren tun wir hier. Da machen wir so drei oder vier Striche. So. Und jetzt tun wir noch konturieren auf der Nase. Da muss man auch einen ganz dünnen Strich machen. So etwa. Jetzt seht ihr da den weißen Strich und den dünkleren Strich. Okay. Und jetzt muss man Oha. das alles verblenden. Welchen Pinsel soll ich da nehmen? Welchen Pinsel nehmen wir denn da? Oder ist es nicht besser, dieser kleine Schwamm? Mit dem Ja, Schwamm der lässt sich sehr gut schauen wir verblenden. mal. Fangen wir mal mit dem hellen an. So. Das wäre ein Highlighter jetzt für die Augen. So, jetzt kommt das Dunkle. So, und jetzt sieht ihr, diese Flecken sind da schon weg. Das muss man wirklich gut verblenden. Verblenden ist das A und O. Weil wenn das nicht richtig schön verblendet ist, dann schaut das sehr unnatürlich aus und sehr kantig. So, ihr seht schon, wie das schon Ja, besser man sieht schon. ausschaut. Nur noch im da ist noch ein bisschen ein kleiner Strich, der gehört noch ein bisschen verblendet. Aber da kommt ja eh noch Bronze drauf, ne? Genau, halt pudriges Ja. Bronzer und Highlighter. So, unter dem Auge noch. So, jetzt sieht man schon, wie das ausschaut. Jetzt noch ein bisschen hier auf der Nase. So. Das Dunkle halt außen und das Innere Also nur alles in der schön Mitte. verblenden. So, jetzt ist das ganze Strich und das alles weg. Jetzt habe ich noch da vergessen, auf der Lippe. Kinn verblenden. So, man sieht überhaupt nichts. Jetzt verwende ich den von, na, ich verwende das von Smashbox. Warte, man sieht nichts. Smashbox, die ganz hellere Farbe. Die kommt jetzt wieder unter dem Auge und das mache ich jetzt mit einem Pinsel. So, Augen kurz zu. So, unter dem Auge.
Jetzt verwende ich die in der Mitte, die Dann ganz Bronze. dunkle Farbe. Das ist Bronze und dann Das nehme ist ich. Und das Bronze. andere ist Highlighter. Das nehme ich jetzt. So steht es auf der Verpackung unten. So, und das kommt jetzt hier. So. Und das muss man auch wieder sehr gut verblenden. Und natürlich könnt ihr da auch noch Glitzer Da gibt es so diese andere Puders raufgeben mit oder Glitzerpartikel. Schimmer. Kommt drauf an, wo ihr halt hingeht und auf welcher Feier oder sonst was. Je mehr, natürlich umso schöner, aber für Alltag passt dieser Look. Jetzt tun wir noch auf die Nase ein bisschen. So. Und er sieht jetzt, dass diese Hälfte vom Gesicht ganz anders ausschaut wie die Hälfte vom Gesicht. Wenn man da jetzt Also was. man merkt schon, dass die Hälfte schon viel schöner ist als die. Ja, man merkt auch, dass da auch die Wangen Zur Geltung kommen. auch richtig auch Wenn man jetzt zu noch konnte. eine schöne Frisur hat. Und noch ein bisschen Glitzerpartikel. Oder man kann zusätzlich noch so was Schimmriges drauf Ja, man tun sieht ja von nichts. Catrice zum Ach Beispiel. so, ja. Das könnt ihr sehen. Könntest du noch mal drauf? Oder hast du Zum das schon? Beispiel, das kann man zum Beispiel noch ganz oben raufgeben. Also unter die Augen So, quasi. genau, das ist so wie ein Highlighter. Okay. So, das war's. Das heißt also, wir sind fertig mit dem Konturieren. Ja, also die Hälfte schaut auf jeden Fall viel besser aus als die andere. Die sieht man, Ja, da merkt das, man schon, und dass das das ja. merkt man, dass das auch ganz anders Habe ist, ich hier die ein Hälfte. Lipgloss? Ein Habe ich auch Lipgloss, du hast ein hergerichtet. Lipstick, hast du Ja, da genau. von H&M. Gib mir zuerst den. So. Lass mich mal schauen. Also man merkt schon Unterschied zu der Hälfte jetzt und zu der Hälfte. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt das auf jeden Fall. Dass das irgendwie schöner ausschaut. Also das wäre jetzt für die Arbeit, für jeden Tag und das wäre was Besonderes halt. Okay. So, dann sage ich einmal herzlichen Dank. Und natürlich könnte man das alles noch intensiver machen, indem man Smoky aus Eis macht, dann noch die Kommt drauf Augenbrauen. an, welchen Anlass man ist. Genau. Also mir gefällt das Contouring sehr gut und danke, du bekommst auf jeden Fall einen Daumen nach hoch von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann unterstützt uns beide und lasst uns einen Daumen nach hoch. Ich würde mich natürlich freuen. Und das nächste Video wird ein Primark-Haul sein. Also bleibt dabei, es wird ein ganz, ganz großer Primark-Haul sein. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Und bis zum nächsten Mal. Willst du auch noch Tschüss sagen? Tschüss, wir würden uns freuen für einen Daumen nach oben. Tschüss. Tschüss.